Seifenblasen. Ich liebe Seifenblasen im Wind. Sie platzen zu lassen ist toll. Ich will noch mehr Seifenblasen haben. Ja, ihr seht richtig. Ich habe diesen Seifenblasenmacher selbst gemacht. War auch gar nicht so schwer. Ich habe einfach einen Textmarker benutzt, habe die Farbe und die Spitze entfernt und dann Draht besorgt. Den habe ich eingedreht, Heißkleber draufgegeben und in den Stift geklebt. Dann habe ich die Seifenblasenmischung hineingegossen. Lasst es uns ausprobieren. Tada, er funktioniert. Oh je, hast du gewusst, dass wir einen Test schreiben? Wer ist das denn? Hey, braucht ihr was? Mathe, Englisch, Multiple Choice? Okay, bin überzeugt. Erst das Geld, dann die Ware. Ach, natürlich. Mal sehen, womit ich bezahlen kann. Das hier sollte reichen. Hier für dich. Passt sogar zu deinem Outfit. Wow, das ist ja mega. Danke. Eine weitere zufriedene Kundin. Hey, kannst du mir helfen? Bei deinem Style bin selbst ich überfragt. Ich bin voll aufgeregt. Das ist der schlauste Radiergummi auf dem Markt. Viel besser als lernen. Ich brauche auch einen Spicker. Ich muss doch irgendwo noch was Süßes haben. Das reicht nicht als Bezahlung. Entschuldigung, was bekomme ich denn dafür? Soll das ein Witz sein? Verschwinde. Ich ziehe ab wie ein Ninja. So ein Blödsinn. Na toll, was mache ich jetzt? Hey, das bringt mich auf eine Idee. Ein Versuch ist es wert. Die Handyhülle kommt über das Display. So kann ich durch alle Antworten scrollen. Jetzt bin ich bereit. Abgucken könnt ihr bei mir voll vergessen. Den verstecke ich besser. Mal sehen, was der Spickerscanner sagt. Das ist gar nicht gut. Erwischt! Mit einem Radiergummi spicken, wie enttäuschend. Den Hut brauche ich wirklich für jede Prüfung. Und was ist hier drüben los? Niemand kommt am Spickerscan vorbei. Ein Hut mit Spickern? Oh, erwischt. Also bisher läuft's gut. Oh, da kommt sie. Mal sehen, ob du auch spickst. Bitte, bitte nicht. Ha, ist der Scanner etwa kaputt? Tja, ich habe keine Spicker. So ein braves Mädchen. Oh, ich geb's auf. Viele Bäume in diesem Wald. Oh, wie spät ist es? Oh mein Gott. Mal sehen, sind alle bereit, mit dem Unterricht zu beginnen? Ha, so sieht es nicht aus. Okay, Zeit damit anzufangen. Ich habe hier Zirkel, die ihr benutzen müsst. Sie müssen einen Kreis zeichnen, der zu den Kreisen auf der Tafel passt. Okay, kommt her und nimmt einen. Fangt an zu arbeiten. Och Mann, ich kann nicht glauben, dass wir jetzt Klassenarbeiten machen müssen. Jeder nimmt einfach einen und tut, was ich gesagt habe. Hey, Moment mal. Es gibt keins für mich. Hä? Was zum Teufel? Sie ist wieder eingeschlafen? Was soll ich jetzt tun? Das ist das Schlimmste. Wie werde ich das lösen? Wie soll ich denn jetzt einen Kreis zeichnen? Alles, was ich habe, ist dieses Lineal. Ich verstehe das nicht. Wie funktioniert das? Dieses dumme Ding funktioniert überhaupt nicht. Ich kann damit keinen Kreis zeichnen. Was zum Teufel? Jake hat einen und er weiß überhaupt nicht, was er tut. Das ist so frustrierend. Es ist so schwer zu benutzen. Oh, ich hasse das. Wow, sie hat auch Probleme. Hey, ich weiß, was zu tun ist. Ich öffne es einfach und los geht's. Geschafft. Vielleicht kann ich mit diesem Lineal etwas anfangen. Vielleicht kann ich es einfach damit verfolgen. Oh nö, das hat überhaupt nicht funktioniert. Vielleicht kann ich es auch ohne Lineal zeichnen. Oh, das funktioniert nicht. Komm schon, Lineal. Ich brauche deine Hilfe. Hä? Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Ich markiere alle 2 Zentimeter auf diesem Lineal bis zum Ende. Gut, jetzt stanze ich ein kleines Loch durch jeden dieser Punkte. Perfekt, ich bin bereit, dies zu versuchen. Ich lege das Lineal hin und stecke dann einen Bleistift in das mittlere Loch. Und es ist Zeit, es zu drehen. Ich springe über meinen Arm und beende die Zeichnung. Fertig, es hat total funktioniert. Oh mein Gott, du hast einen perfekten Kreis gezeichnet. Warte, sie haben mir jetzt einen Zirkel gebracht? Sehr rechtzeitig. Na los, geh schon rein da. Vielleicht sollte ich mal meinen Spind ausmisten. Geh endlich zu, na los. Endlich. Puh. Ich dachte schon, das geht niemals. Autsch! Ich fühle mich irgendwie müde. Hm, Cheryls Spind ist offen. Wie komisch. Cheryl, alles in Ordnung? Cheryl, wach auf! Ich will noch nicht aufstehen, Mom. Ich will ihr helfen, nur wie? Die Tüte könnte nützlich werden.
Und dieser Magnet. Die perfekte Lösung. Die Tüte kommt in den Spind und wird mit einem Magnet befestigt. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite. So ist gut. Und dann fülle ich die Tüte mit Cheryls Sachen. So wird Cheryls Spind gleich viel ordentlicher. Wow, hat sie viel Zeug. Viel besser als vorher. Und jetzt sollte ich ihr wohl mal helfen. Huhu. Bist du ein Engel? Oh, das bist nur du, Luna. Ich habe deinen Spind aufgeräumt. Das ist ja voll ordentlich. Wow. Echt genial. Vielen Dank, du bist die Beste. Gern geschehen. Kannst du loslassen, du erdrückst mich? Na klar, Bestie. Ich muss noch meine Bücher holen. Ups, du hast nichts gesehen, okay? Ich muss nur noch die Blätter zusammenheften und dann sind die Hausaufgaben fertig. Das macht sogar Spaß. Hä? Da muss was klemmen. Ups. Oh nein. Das könnte ein Problem werden. Das war's. Alles erledigt. Jetzt kann ich entspannen. Blöde Klammern. Oh, das wird schmerzhaft enden. Oh nein. Das ist jetzt dein Tatort. Bleib hier sitzen, okay? Keine Presse, verschwindet. David! La 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 la, oh yeah. David! Das ist eine gute Tasse Kaffee. Ich hoffe, das klappt. Hä? Wo kommt das denn her? Da steht eine Nachricht drauf. SOS? Was da wohl wieder los ist? Was soll das? Was? Heftklammern? Meine AirPod-Hülle kann das Problem lösen. Die wird alle Klammern aufsammeln. Einfach so. Ich denke, ich hab alle. Vielen Dank. Der Unterricht ist nicht mehr derselbe, seit wir alle Smartphones haben. Frag einfach den Lehrer. Ja, Zeit, die Handys abzugeben. Schnell verstecken. Seid ihr da fleißig am Lernen? Oh, ich hab fast gewonnen. Oh, ich hasse es hier. Ach, als ob ich was über Photosynthese lesen will. Ja, wenn du dein Handy benutzen willst, musst du extra gerissen sein. Oh, die Antwort lag die ganze Zeit vor mir. Lege dein Handy mit dem Display nach unten hin und ziehe eine Linie mit etwas Heißkleber. Ja, bis ganz nach unten. Klebe dann einen Buntstift an. Perfekt. Nur noch ein paar mehr. Sieht irgendwie cool aus, oder? Wenn ich jetzt Selfies mache, ist mein Handy nicht sichtbar. Ich benutze nur meine Buntstifte. Ja, was für ein Idiot. Diese Hecke ist einfach genial. Die Blätter sind alle durcheinander. Das wird kein Spaß. Aua, aua, aua. Jetzt ist alles noch schlimmer. Das war's. Ich muss dieses Problem lösen. Komm her, Tucker. Warum funktioniert der nicht? Keine Heftklammern drin. Natürlich nicht. Hey, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee, was ich tun kann. Okay, die Blätter sind alle sortiert. Und jetzt kommt mein Cutter. Ich mache zwei Schnitte hier und hier. Und ich falte sie so und stecke die Spitzen in den anderen Schlitz. So geht's. Sie halten ohne Klammern zusammen. Ach, endlich, die Blätter sind organisiert. Sie werden auch nicht auseinanderfallen. Ab zum Unterricht. Mir ist so langweilig. Ich versuche aufzupassen. Das ist total interessant. Fertig. Meine Notizen sind fertig. Du bist voll nerdy. Ich kapiere nichts davon. Wer kann darauf antworten? Jennifer? Na, lass mal. Wendy? Oh, okay. Danke. Das ist die Gelegenheit. Oh, das wusste ich nicht. Warte mal. Oh nein, das ist eine Katastrophe. Ich habe in ihr Heft gemalt. Jetzt weiß sie, dass ich bei ihr abgeschrieben habe. Außer ich kann es verstecken. Ich
kopiere das Geschriebene nach hinten ins Heft. So wird sie es erstmal nicht bemerken. Was macht sie denn jetzt? Sie macht definitiv keine Schularbeiten. Fertig, aber noch eine Sache ist zu tun. Ich muss so einen blöden Kreis zeichnen. Oh, hätte ich mal im Unterricht aufgepasst. Was ist da los? Arbeitet sie etwa mit? Ich zeichne um die Rolle Klebeband rum. Das ergibt den perfekten Kreis. Na, vielleicht auch nicht. Es tut weh, das zu sehen. Mach weiter, Wendy. Oh, ich hab's. Ich hab diese Münze. Langsam. Warum ist das so schwer? Das ist doch nur ein Kreis. Ha, was kann ich sonst noch nehmen? Was ist mit der Schere? Ich denke, das könnte klappen. Einen Versuch ist's wert. Ich lege die Schere auf den Tisch. Dann trage ich Kleber auf einen der Griffe auf. Und jetzt klebe ich einen Bleistift drauf. Das scheint zu halten. Jetzt kann ich den perfekten Kreis ziehen. Die Schere funktioniert jetzt wie ein Zirkel. Ich muss sie nur herumdrehen. Ich hab's geschafft, zum Glück. Danke. Gut gemacht, Wendy. Jennifer? Warum die Mühe? Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, sie bemerkt es jetzt nicht. Moment mal, das darf nicht wahr sein. Oh nein, sie hat's geschnallt. Da ist Staub auf meiner Seite. Oh, puh. Bin ich froh, diesen Zirkel für die Kreise zu haben. Das darf doch nicht wahr sein. Aber naja. Ich wusste, dass ich diese Klasse hasse. Bleib genau da stehen. Lass mich mal in dein Buch sehen. Oh, du weißt, dass im Zauberunterricht keine Snacks erlaubt sind. Hier hängen doch sogar Schilder. Entsorge deine Snacks sofort. Mal sehen, was du da so versteckst. Oh nein, meine süßen Snacks. Töricht, du kannst sie nicht vor meiner Magie verstecken. Willst du, dass ich dich in einen Molch verwandle? Ist es das? Oh, der Professor ist heute aber mies drauf. Ich will meine Süßigkeiten aber nicht wegwerfen. Moment, das ist es, mein Hut. Okay, ich brauche doppelseitiges Klebeband. Das befestige ich dann einfach innen im Hut. Und klebe dann die Snickers drauf. Es passen alle vier auf das Tape. Aber warum nur vier? Bleib genau da stehen. Versteckst du irgendwelche Snacks? Was hast du unter deinem Hut? Ich werde ihn einfach abnehmen und nachsehen. Ich kann nichts erkennen. Oh, hoffentlich schaut er nicht in den Hut. Du scheinst in Ordnung zu sein. Schüler, sie denken immer, sie seien schlauer als ich. Keiner schaut her. Das ist meine Chance. Es ist Snackzeit. Oh, das schmeckt so lecker. Genau, was ich gebraucht habe. Mann, wie hat sie die Snacks reingeschmuggelt? Das ist echt nicht fair. Wow, Wissenschaft kann echt interessant sein. Oh, eine Nachricht. Oh nein, ich habe Ginas Geburtstag vergessen. Was schenke ich ihr? Gibt es hier etwas, das ich benutzen könnte? Das ist ein Anfang. Fehlt nur noch ein Geschenk. Wow, ouch. Hey, die Schleife kommt gut. Das wird wehtun. Okay, dann wollen wir mal. Das wird super. Hey, sieht voll schön aus. Aber was lege ich hinein? Eine Puppe? Oh, noch eine Puppe? Die kann ich gebrauchen. Nope. Blumen, das ist eine gute Idee. Die sind echt schön. Woher kommen nur diese Bienen? Ich wurde gestochen. Oh, lieber nicht. Das ist eine gute Idee. Wem mache ich etwas vor, als ob? Na los, denk nach. Oh, ich hab's. Ich kann ihr ein Tagebuch machen. Du brauchst ein normales Notizbuch. Öffne die Rückseite des Buchs und fahre mit etwas Kleber auf der Seite entlang. Vergiss nicht, die Ober- und Unterseite zu bekleben. Dann brauchst du eine pinke Schleife. Befestige die Schleife am Kleber. Wiederhole das mehrmals mit pinken Schleifen auf der Unterseite. Bist du damit fertig, brauchst du eine grüne Schleife. Befestige die grünen Schleifenbänder an der Seite. Achte darauf, dass keine Lücken entstehen. Schließe nun das Notizbuch.
Falte die pinken Bänder über das Notizbuch. Jetzt fädelst du die grünen Bänder wie ich an den pinken Bändern ein. Mache das mit jedem grünen Band bis ganz oben hin. Sieht aus wie ein Schachbrett. Öffne wieder das Notizbuch. Fahre mit dem Kleber auf der Oberseite entlang. Falte die überschüssigen pinken Bänder über den Kleber. Drücke die Bänder fest auf den Kleber. Fahre mit dem Kleber nun wie ich über die Bänder an der Seite. Achte darauf, nur drei Seiten zu bekleben. Lege nun ein Blatt Karton darüber. Drücke feste drauf, damit es kleben bleibt. Perfekt, ein DIY-Tagebuch. Hoffentlich freut sich Gina. Ich bin bereit für Ginas Geburtstag. Ich habe etwas für dich. Wow. Papierschnipsel, danke. Dein Ernst? Sieh genauer hin. Ach so. Dankeschön. Du bist der Beste. Ich weiß. Wie ihr sehen könnt, sind die Farben dieses Bildes himmlisch. Sie erinnern an heiße Sommernächte und einen Drang nach... Okay, bist du bereit zu beginnen? Komm, wir legen los. Keine Sorge, mir geht's gut. Kunst kann gefährlich sein. Beginnt nun auf euren Leinwänden zu malen. Ich bin hier, wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht. Okay, ich bin bereit, so richtig loszulegen. Exzellent, die Farben sprechen für sich. Ich brauche noch mehr Farben für mein Bild. Oh, Farben, gib mir mehr Farben. Mehr, diese Farben und diese hier auch. Yes, genau so habe ich mir das vorgestellt. Nice. Genau so, das ist Leidenschaft. Macht weiter so. Die Farbe scheint leer zu sein. Dann nehme ich eben eine andere. Hä? Wo sind all die Farben hin? Hey, die liegen alle bei ihr. Wie gemein, was mache ich denn jetzt? Und noch etwas mehr hier. Yes, perfekt. Das ist lächerlich. Wie soll ich mit einem leeren Stift malen? Einen Augenblick, ich habe eine Idee. Los geht's. Ich liebe diese Malbücher. Wo sind sie denn? Die kommen mit. Erwischt. Oh, ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Wo sind meine Wattestäbchen hin? Meine Ohren jucken doch. Oh nein, oh nein. Schon gut, beruhig dich. Alles wird gut werden. So, ich habe noch meine Ersatzstäbchen. Alles wird gut. Gut, der erste Schritt meines Plans ging auf. Und nun ran an die Arbeit. Ich wickle das Ohrstäbchen um ein Taschentuch. Anschließend wird Tesafilm ringsherum gewickelt. Mir gefällt lila Tesafilm richtig gut. Echt hübsch. Das wickle ich nun um das Stäbchen. Sieht toll aus, oder? Was jetzt nur noch fehlt, ist Farbe. Wie diese Lebensmittelfarbe. Ich tunke die Watte in Farbe. Mal sehen, ob das funktioniert hat. Mein Kunstprojekt ist gerettet. Und wieso jetzt aufhören, wenn ich einen ganzen Regenbogen haben kann? Okay, zurück zum Kunstprojekt. Zack. Hallo Leinwand, hast du mich vermisst? Und nun geht's los. Ich bin ein wahrer Künstler. Perfekt, das ist ein richtiges Meisterwerk geworden. Okay, Leute, zeigt mal her, was ihr gemalt habt. Das ist mein Bild, ist das nicht toll? Mein Bild zeigt, wie man sich in einem dunklen Treppengang fühlt. Okay, da muss ich mal näher rangehen. Okay, okay, mir gefällt, wie das Blau mit dem Orange harmoniert. Okay, du hast ein harmonisches Gekritzel. Oh, was ist das denn? Woher kommen diese kleinen Stifte? Exzellent, die sind toll. Sehr gute Arbeit. Die leihe ich mir dann kurz aus, darf ich? Nur zu, kein Problem. Viel Spaß damit. Also dann, mein Notizbucheintrag, der noch fehlt. Oh mein Gott, was habe ich nur getan? Ich habe Langeweile. Oh, hi. Bonjour. Könntest du das für mich malen? Die Statue? Ja, tob dich aus. Okay, kein Problem. Nichts leichter als das. Wo fange ich an? Der Mund ist seltsam. Ich bin noch nicht fertig. Los, versuch es nochmal. Ich hasse Kritik. Ich radiere den Mund weg. Und nochmal von vorne. Mir gefällt das Bild. Es sollte in einem Museum hängen. Okay, das ist zu nah. Es gefällt mir nicht. Na gut, dann male ich es nochmal neu. Dieses Mal wird es gut. Schon viel besser. Was ist? Nochmal von vorne. Soll das ein Witz sein? Mein Radiergummi. Den kann ich jetzt nicht mehr benutzen. Und jetzt? Ist hier noch ein Radiergummi? Vielleicht wird mir das helfen. Das kitzelt bestimmt. Na los. Wo kommt das Huhn her? Das ist zwecklos. Okay,
Das muss funktionieren. Sehr einfallsreich. Wow, so etwas habe ich noch nie gesehen. Okay, und nochmal von vorne. Wie kommst du voran? Darf ich mal sehen? Nur zu. Oh, verstehe. Aha. Und jetzt die Statue? Interessant. Nun bin ich nervös. Und mein Urteil lautet... Das ist echt schwer. Vergebe ich die Note wirklich? Eine 1 plus. Einfach grandios. Hi, Mister. Rein mit dir. Das ist total super. Ah, cool, ich hab's pünktlich geschafft. Hi, Matthew. Emily. Jetzt ist die Gelegenheit. Warte, was hat sie da? Sie hat das Plüschtier schon? Wie unwahrscheinlich ist das denn? Was schenke ich ihr denn jetzt? Die Kopfhörer? Oh ja. Ich muss nur noch ein paar Dinge erledigen. Sicherheit geht vor. Wird schon schief gehen. Ups, ouch. Ihr habt immer noch am Purzeln. Das war ein harter Ritt. Aber ich habe etwas Wichtiges zu tun. Sauberer Arbeitsplatz, bitte. Was ist besser als ein Geschenk? Ein personalisiertes natürlich. Und das wird garantiert einzigartig. Ich muss nur die weiße Fläche bedecken. Okay, das ist gut. Und jetzt zeichne ich das Bild nach. Gut, dass ich jede Menge Blau habe. Das ist ja auch ihre Lieblingsfarbe. Jetzt zu den Details. Das sieht doch schon gut aus, oder? Die weißen Partien nicht vergessen. Die sind genauso wichtig. Perfekt. Jetzt noch ein paar Details. Und ich bin fast fertig. Total süß. Aber, ha, noch eine Sache. Die richtige Platzierung macht ihn lebendig. Ist das nicht cool? Versuchen wir es nochmal. Hey, das ist für dich. Wie cool. Das passt perfekt zu meinem Kumpel. Wo hast du das denn gefunden? Oh, was? Fast vergessen. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Gefällt's dir? Okay, jetzt die Umarmung. Ich find's gut, mit dir Bestie zu sein. Mütter und ihre Liebesromane. Sie können sie nicht weglegen. Mann, sie bemerkt Jennifer nicht mal. Komm schon, das muss da alles reinpassen. Schatz, was soll denn dieser Lärm? Mein ganzes Papier passt da einfach nicht rein. Stopp, du zerknitterst doch alles. Ich weiß, dass ich dir das besser beigebracht habe. Gib mal her. So kannst du doch nicht mit deinen Schulsachen umgehen. Na, tut mir leid. Warum benutzt du nicht den Ordner, den ich dir gekauft habe? Der war nicht umsonst, weißt du? Vielleicht ist dieses Teil vielseitiger, als wir dachten. Nimm einen Ordner wie diesen und schneide den Deckel ab. Fülle dann die Trennwände nach Belieben aus. Stecke deine Papiere rein, um ganz einfach auf sie zuzugreifen. Vergiss das hier nicht. Du kannst mir später danken. Bitte. Oh, das sieht tatsächlich echt süß aus. Und alle meine Papiere sind hier drin. Ach, du weißt einfach immer, was zu tun ist, Mama. Ich hoffe nur, dass ich das alles organisiert halten kann. Und das Beste? Ich finde alle Papiere sekundenschnell. Wo ist das wichtige Moleküldiagramm? Aha! Ich beeile mich jetzt besser, bevor ich zu spät komme. Ich sag dir dann Bescheid, wie alles lief, Mama. Ach, endlich kann ich zu meinem spannenden Roman zurückkehren. Oh, das ist knifflig. Ich hätte doch mal lernen sollen. Psst, Madison! Madison! Hi!
Hi, David. Oh ja, es ist soweit. Die sind für dich. Du bist ja so romantisch. Ich freue mich, mit dir den Rest meines Lebens zu verbringen. Ich bin überglücklich. Hey, Kleiner. Oh, du wirst meinen Schnurrbart bekommen, Gucci Goo. Das Leben ist perfekt. Hey, hallo, bist du da? Kannst du mir einen Stift geben? Oh, ja, natürlich. Hier hast du... Oh, warte. Den angeknabberten Stift kann ich David nicht geben. Ich suche schnell einen anderen. Wow, ich muss wirklich damit aufhören, auf den Stiften rumzuknabbern. Hi, David. Hey, Emma. Du kannst meinen Stift haben. Warte einfach kurz, okay? Ich kann's nicht glauben. Was hat Emma vor? Ich muss mich beeilen. Das sieht gut aus. Ich brauche nicht lange. Ich muss hier doch noch einen Stift haben. Das war's. Oh, vielleicht kann ich den Nagellack gebrauchen. Ich denke, das könnte klappen. Zuerst nehme ich einen Kuli auseinander. Dann schneide ich die Mine ab. Jetzt mach etwas Heißkleber ans Ende der Mine. Und nun zum Nagellack. Ich platziere die Mine in der Flasche und verteile Kleber drumherum. Ich lasse ihn aushärten und setze dann den oberen Teil drauf. Das sollte gehen. Jetzt ist es ein Glitzerstift. Das sieht aber schick aus. Und ich kann die Kappe wieder draufschrauben. Das ist viel besser als so ein langweiliger Stift. Hier hast du's. Oh mein Gott, wir haben uns berührt. Jetzt kann ich endlich loslegen. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Das ist ein guter Stift, danke. Ja, es hat geklappt. Du bist so hübsch. Ich meine, deine Schrift ist hübsch. Das Schlimmste, ich hasse es, das zu studieren. Ich verstehe diese Gleichungen nicht einmal. Ach, ich gebe auf. Ich bin einfach nicht gut darin. Ach, was zum Teufel ist das? Es ist ein Stofftier. Für dich. Es tut mir leid, ich kann nicht. Ich muss lernen und meine Hausaufgaben machen. Oh, ich wünschte, ich könnte einfach ins Bett gehen. Ich bin so müde. Ups. Ich nicke ein. Ich muss nur etwas davon beenden. Was ist los? Wo bin ich? Das ist der schlimmste Test, den ich je gesehen habe. Ich bin beim Lernen eingeschlafen. Ich werde meine Prüfung nicht bestehen. Hä? Guten Morgen, magst du meinen Ballon? Willst du mit mir spielen? Guck mal, ich habe meinem Ballon ein Band hinzugefügt, damit er nicht wegkommt. Hey, vielleicht kann ich damit was anfangen. Ich habe einen Ballon und jetzt brauche ich diesen Marker. Ich schreibe die Gleichungen darauf. Jetzt kann ich den Ballon einfach entleeren. Gut, es ist jetzt ganz klein. Ich lege ein Stück Klebeband darüber. Ich werde den Ballon vorsichtig halten und jetzt nehme ich das Stück Klebeband ab. Endlich kann ich dieses Stück Klebeband auf meinen Fingernagel kleben. Es passt so ziemlich perfekt. Okay, ich versuche diese Matheprüfung mit meinen Mini-Gleichungen zu bestehen. Es hat auch keiner gemerkt. Ich bin sehr schlau. Mal sehen, ob sie überhaupt betrügt. Irgendwelche Spickzettel? Gut, lass mich einen näheren Blick darauf werfen. Ich brauche meine Taschenlampe. Hey, wende dich zu mir und öffne deinen Mund. Gut, alles klar. Gut, dass du nicht betrügst. Das war knapp. Aber ich bin die Beste. Luna! Was ist? Hi! Okay, komm schon her. Ich muss aber Hausaufgaben machen, okay? Okay. Dann male ich was. So ist brav. Wow, richtig schönes Bild. Das ist ein Haus. Bin fast fertig. Ich auch. Guck mal, Luna. Was machst du denn da? Oh, oh. Oh, das wollte ich nicht. Oh nein, meine Bücher. Sorry, waren versehen. Alles ruiniert. Guck mal. Was mache ich denn jetzt? Hey, Moment, damit könnte es gehen. Das vollgemalte Buch ist bestimmt noch zu retten. Lege ein Blatt Papier auf das Buch. Mit den Stiften malst du Muster auf das Papier. Verschiedene Farben ergeben tolle Muster. Sieht toll aus, aber es fehlt noch was. Nimm eine Plastiktüte und füll die Farbe rein. Und Vorsicht, damit nichts daneben geht. Klebe die Plastikfolie gut zu und lege sie anschließend auf das Buch. Dann verteilst du die Tinte.
Aus dem Filzstoff schneidest du einen Rahmen für das Buch aus. Klebe den Rahmen auf die Folie. Dann kann der Spaß richtig losgehen. Das ist eine wirklich tolle Idee. Ich hab nichts gemacht, versprochen. Hey, schon okay. Guck mal, ist das für mich? Aber klar. Oh, das macht Spaß. Phew. Guck mal, ich mal viele lustige Formen. Danke, Luna. Oh, Räucherschinken ist der Beste. Hä? Oh, ich muss in 15 Minuten im Fitnessstudio sein. Oh, vielleicht muss mein Sandwich dann doch warten. Ich nehme einfach meine Sportkleidung mit. Aber ich wünschte, ich könnte zu Hause bleiben und essen. Brauche ich wirklich mehr Muskeln? Ich esse dieses Goldstück hier besser erst später. Ach, wer hätte gedacht, dass hier eine Plastiktüte drin ist? Bis nachher, Mr. Sandwich. Nach meinem Training wirst du sicherlich noch besser schmecken. Ich darf das Duschgel nicht vergessen. Ich hoffe, all meine Sachen passen hier rein. Du kannst zu Hause bleiben. Lotion? Ja. Rein mit dir. Warum ist das denn so nass hier drin? Oh nee, mein Sandwich hat sich in eine Suppe verwandelt. Eklige Seifensuppe. Ach Mann, man kann nicht mal mehr den Schinken riechen. Notiz an mich selbst, sich den Deckel immer fest zudrehen. Was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Zeug? Oh, ich weiß schon. Um deine Sachen vor dem Auslaufen zu schützen, öffne die Deckel, bevor du sie einpackst. Stülpe dann einen großen Gefrierbeutel darüber und verschließe die Deckel über dem Plastik. Und voilà. Schau dir das an. In diesem Rucksack läuft nichts mehr aus. Wenn ich nur daran gedacht hätte, bevor ich mein Essen eingepackt habe. Aber jetzt ab ins Fitnessstudio. Okay, das ist der Marker, den ich brauche. Los geht's. Ich fange mit dem Schreiben an. Oh, Kevins Haare sind so schön. Er ist auch so süß. Oh, ich könnte ihn den ganzen Tag anschauen. Oh, wow, ich muss geträumt haben. Oh nein, 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 nein. Ich habe seinen Namen und überall Herzen gemalt. Okay, da ist der Schwamm. Es geht nicht ab. Es lässt sich nicht wegwischen. Ich muss den falschen Marker benutzt haben. Oh, das Glas Wasser wird helfen. Ich nehme einfach einen großen Schluck. Okay, jetzt bin ich bereit. Und jetzt heißt es schrubben. Komm schon, geh ab. Es nützt nichts. Das hier funktioniert nicht. Was soll ich jetzt machen? Das wird mir ewig hinterherhängen, wenn die Leute das sehen. Hm? Was ist denn hier los? Ja, sorry, aber das geht nicht mehr ab. Mach dir keine Sorgen, ich kenne einen Trick. Du brauchst allerdings diesen Whiteboard-Marker. Du musst nur den Permanentmarker mit dem Whiteboard abdecken. Jede Linie muss abgedeckt werden. Okay, pass auf. Und jetzt kommt der Wischer. Siehst du? Alles geht jetzt ab. Kein Schrubben nötig. Tada! Kein Kevin mehr dauerhaft an der Tafel geschrieben. Oh, das ist so viel besser. Oh mein Gott, da kommt Kevin. Das war ganz schön knapp. Mach dir keine Sorgen, meine Lippen sind versiegelt. Ein Einhorn ganz für mich allein. So süß. Aber es fehlt noch Farbe. Irgendwo hier drin sind meine Stifte. Oh, das fühlt sich seltsam an. Die Tinte ist ausgelaufen. So kann ich doch nicht malen. Mom! Was ist los, Schatz? Guck mal. Oh, schon gut. Ich weiß, was zu tun ist. Das kriegen wir wieder hin. Zuerst wischen wir das sauber. Niemand will schmutzige Hände haben. Dann eben die Tasche. Das geht nicht weg. Kein Problem, dann bekommst du eben einen neuen. Wo ist denn mein Handy? Wow, ganz schön teuer. Alles wird wieder gut.
Mal sehen, wie viel Geld ich noch übrig habe. Oh. Was machen wir denn jetzt? Oh, es bricht mir das Herz, sie so zu sehen. Moment mal, mir ist gerade eine Idee gekommen. Das könnte funktionieren. Um Flecken zu verstecken, brauchst du bunten Filzstoff. Schneide aus dem Stoff Einhornteile. Bringe an jedem Stück Kleber an. Trage den Kleber etwa so auf. Dann klebst du das Stück auf die Tasche. Klebe alle Teile fest, bis das Einhorn zu sehen ist. So versteckst du den Tintenfleck. Die Augen nicht vergessen. Zu jedem Einhorn gehören auch lange Wimpern. Ist das nicht magisch? Hallo Liebling, alles okay? Wenigstens sind meine Hände sauber. Nun ja, ich hab was für dich. Wow, ein Einhorn! Ich liebe den Rucksack, danke! Kein Problem, Liebling. Voll cool! Ist dieser Puder nicht einfach toll? Er hält den ganzen Tag. Komm, lass uns ein Selfie machen. Sie beachten mich überhaupt nicht. Essie, Cheryl, genug. Auseinander. Nein, ich will nicht, dass du gehst. Ich werde dich so vermissen, Cheryl. Wir sind so nah und doch so weit weg. Das stimmt. Dies ist eine Klasse zum Lernen. Psst, psst. Was? Was ist los? Wir können unsere Handys benutzen, um miteinander zu reden. Oh, okay, das ist super schlau. Lass mich meins rausholen. Moment, ihr denkt wohl, ich bin von gestern? Kein Handy für euch. Dein Handy auch. Die nehme ich mit. Ihr könnt sie nach dem Unterricht zurückhaben. Jetzt macht euch wieder an die Arbeit. Aber ich behalte euch im Auge. Okay, lass mich das versuchen. Cheryl, das ist für dich. Oh nein, es ist zu weit weggelandet. Hat sie etwas gesehen? Oh, sie liest ihr Buch. Puh, wir haben Glück. Okay, ich muss jetzt etwas anderes ausprobieren. Mhm. Ich habe diesen Plastikbecher. Ich werde es auf den Kopf stellen und dann den Boden ausschneiden. Dann brauche ich einen Ballon. Ich werde das Ende des Ballons so abschneiden. Jetzt kann ich es öffnen und über die Tasse schieben. Exzellent! Jetzt bin ich bereit, meine kleine Zettelkanone auszuprobieren. Ich stecke den Zettel hinein, ziehe den Ballon zurück und lasse ihn dann los. Wow, ist das eine Nachricht für mich? Mal öffnen und sehen. Wie geht's? Oh, sie hat einen Zettel für mich geschickt. Juhu, es hat funktioniert. Oh, ich denke, das ist ein Zettel von ihr. Was da wohl drin steht? Wir sehen uns beim Schulleiter. Ich weiß auch, wie man eine Zettelkanone baut. Das ist so cool, oder? So langsam habe ich aber schon Hunger. Mein Magen knurrt schon total. Hey, hey, schau dir das an. Du hast vorausgesehen, dass ich Hunger habe. Oh, tut mir leid. Moment, ich glaube, ich habe die Lösung. Tada, Schokolade aus meinem Ärmel versteckt. Unglaublich, du bist echt mein Held. Wow, scheint, als ob ich jetzt was vorhersehe. Das sind wir, wie wir die Schokolade essen. Oh nein, wir werden erwischt. Und verwandelt. Ich will kein Eichhörnchen sein. Ich bin total schlecht im Bäume klettern. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ich bin echt fast am Verhungern. Ich frage mich, ob wir... Hey, schau dir meine Idee an. Jetzt noch ein bisschen Magie. Perfekt, sie passt genau auf das Smartphone. Das ist ja eine Menge lecker aussehender Schokolade. Ich muss auf jeden Fall jetzt ein Stück haben. Oh mein Gott, die ist so lecker. Hey, was ist da drüben los? Ihr zwei, esst ihr etwa? Nein, Sir, das ist nur mein Handy in einer Handyhülle. Na dann macht weiter mit eurer Wahrsagearbeit. Kaum zu glauben, dass das funktioniert hat. Komm, wir essen noch was mehr. So schwer, ich check's einfach nicht. Nope, das stimmt nicht. Ich muss mich beeilen. Mit dem Handy ist es einfacher. So lernst du nichts, Cheryl. Darf ich auf die Toilette gehen? Okay, beeil dich. Dieses Fach bestehe ich nie. Oh, ich will Wasser trinken.
Ich brauche ein kleines Päuschen. Ich brauche den Plan. Moment mal, das ist es. Das ergibt keinen Sinn. Das ist eine gute Idee. Ich schreibe Zahlen auf den Becher. Den Becher stecke ich in einen anderen Becher. Dann male ich das Plus- und Minuszeichen auf den Becher. Dasselbe mache ich mit den anderen. Für die richtige Antwort muss ich die Becher drehen. Yes, das ist richtig. Darauf wäre ich nie gekommen. Das ist so viel einfacher. Ich muss bald mit meinen Zähnen weiterzählen. Oh, ich sollte Luna helfen. Hey, lass deine Socken an und probier das hier. Wow, danke. Hey, was machst du da? Oh, ich hab's versucht. Ich verstehe das nicht. So süß aus, Matthew wird's lieben. Oh. Oder auch nicht. Ich muss das ändern. Toll, ich habe keinen Radiergummi. Was soll's? Ich habe noch einen im Federmäppchen. Wo ist er? Ich bin mir sicher, dass... Moment mal. Gina, darf ich deinen Radiergummi haben? Klar, hier für dich. Ups. Hey, du. Danke, echten Hetz. Genau, was ich brauche. Matthew hat ihn noch. Ich statte ihm einen Überraschungsbesuch ab. Puh, Matthew lebt echt weit weg. So spare ich mir schon mal das Duschen. Ich hätte eine Jacke mitnehmen sollen. Ich freue mich darauf, ihn zu sehen. Was? Du siehst echt hübsch aus. Das glaube ich nicht. Und mit meinem Radiergummi. Das ist voll ätzend. Blöder Matthew. Wie kann er nur? Meinen Radiergummi kann er vergessen. Was mache ich jetzt? Gina. Hä? Wie lange bist du schon hier? Nimm den Spitzer. Wie? Augenblick mal, schon kapiert, danke. Das hätte mir früher einfallen können. Zuerst drehe ich den Spitzer um, dann bedecke ich die Unterseite mit Kleber. Ich fülle ihn bis oben hin auf. Dann muss es trocknen. Das sollte reichen. Der Kleber radiert den Stift weg. Das funktioniert voll gut. Jetzt kann ich das Bild fertig malen. Hä? Ich wollte dir helfen und das ist für dich. Oh, wie niedlich. Tut mir leid. Luna hat schon die Lösung. Zum Glück bin ich vorbereitet. Und ich bin froh, dass Luna so klug ist. Ich muss kurz spicken. Schnell, bevor jemand schaut. Ach was, sie spickt ja. Das ist aber frech. Cheryl, pst. Finger weg. Aber das ist gemein. Von mir aus, ich habe sowieso ein bisschen Hunger. Das brauche ich jetzt. Schokolade. Ist das Schokolade? Mann, sieht das gut aus. Ich will auch Schokolade. Ich habe solchen Hunger. Sowas von gut. Hey Cheryl, darf ich ein bisschen abhaben? Na, sieh mal einer an. Nein. Das lasse ich mir nicht bieten. Als ob ich nun Angst hätte. Zeig mal, was du kannst. Es gibt nur einen Weg, das zu lösen. Hat jemand das Fenster aufgemacht? Ein Schokoriegel. Mehr. Von mir aus. Nimm das. Gib mir die Spicker. Mehr. Okay, zufrieden? Freut mich, mit dir Geschäfte zu machen. Danke, Bestie. Danke. Ich hasse Lernen. Das ist echt praktisch. Was geht hier vor sich? Ich bin enttäuscht von euch. Gib das her. Oh. Nachsitzen. Und zwar beide. Unfassbar, diese Amateure. So schmuggelt man Essen in den Unterricht. Lecker. Ich liebe meinen Job. Dieses Video ist wirklich genial. Oh, ich kann kaum wegschauen.
Ihr habt euch wirklich mein Like verdient. Du willst dir vielleicht diesen Löffel anschauen, Madison. Oh, dieses Müsli ist so gut. Oh, es ist irgendwie ein bisschen schwer zu kauen. Oh, was zur... Oh, wie ist das denn da reingekommen? Oh, jetzt habe ich echt keinen Appetit mehr. Dann kann ich mich auch direkt umziehen. Mich frei ist doch super hin, oder? Oh, dieser Pullover hat auch Schnüre. Mann, ich habe echt total Pech. Es sei denn... ich kann sie auch einfach um den Löffel wickeln. Ziehe nach ein paar Umdrehungen einfach den Löffel heraus und schiebe dann das lose Ende durch. Ziehe weiter, bis sie so aussehen. Jetzt fallen sie nicht mehr in dein Essen. Okay, wo war ich? Oh Mann, dieses Video ist mir genauso schon mal passiert.